Cops gebt nicht auf. Danke. Okay. Alter, ich bin so verzweifelt gerade, wirklich. Ich könnte hier weinen, aber ich habe kein Taschentuch. Dann läuft mir der ganze Rotz und Wasser alles in den Mund. Denn dann müsst ihr das hören, wie ich dran ersticke. So scheiße. Deswegen trinke ich nämlich auch was. So, ein Drift. Ein Drift, ein Drift, ein Drift. Wir brauchen einen Drift. Wir nehmen den hier oben. Der Drift wird voll in die Hose gehen. Wow, gute Einstellung. Der Drift wird voll in die Hose gehen. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an den hier gewöhnen. Und an sein Driftverhalten. Das war zu früh eingedriftet. Oh, Platz da. So, einmal hier quer rüber. Quer über Beet. Ja, ich drücke nach andere Richtung und trotzdem schleidest du in die Richtung. Ja, ist in Ordnung. Passt, 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 passt. So, ich möchte gerne I am Rack hören. Das muntert mich auf. Das erinnert mich, dass ich mal gut in Need for Speed war. Also der Zug ist echt abgefahren, dass ich gut in Need for Speed war, ganz ehrlich. Also damals in meiner Jugend, ne, möchte ich sagen, da war ich wesentlich besser in Need for Speed gewesen. Ich bin nicht genau drin, ey. Ich krieg hier echt einen Keks, ey. So. Danke. So, haben wir den Donut auch mal erledigt. Nee, also früher war ich so super, Alter, aber ich glaube, meine Reflexe haben nachgelassen. Ich glaube, ich bin echt zu alt für solche Spiele. Ich sollte vielleicht nur noch Walking-Simulatoren spielen, weißt du, wo ich nicht mehr so schnell reagieren muss. Weil der Zug ist scheinbar bei mir definitiv abgefahren. So, wenigstens können wir hier ein paar Donuts mitnehmen. Oh, ich höre gerade, wie der ganze Split alles kaputt macht. So, die Schoko-Orange haben wir auch mitgenommen. So, ne, ich bin zu alt für sowas. Ich bin zu alt. Oder die Steuerung ist einfach schwieriger geworden. Ich meine, die alten Need for Speed-Teile waren, glaube ich, bei weitem nicht so schwer wie solche Dinger hier. Vor allem, wenn man... Oh, unser Rücklicht blinkt. Muss es blinken? Ja, das passt. Vor allem, wenn man einen Wagen hat, was nur driften kann. Bei Need for Speed hattest du ja wenigstens immer so ein Alles-Auto. Konntest du ja gar nicht auf einen Drifter und einen Drecker und ein Drecker. Alles für einen. Danke. Danke, dass du auch nur mir das sagst. Die anderen macht ja keinen Fehler, stimmt. So, jetzt muss ich erstmal ganz nah bei den alten Schinken hier bleiben. Ich weiß ganz genau, wie die fahren, deswegen... Mist. So, alle für einen. Ja, so läuft's. So, erstmal wieder langsamer werden, damit die Kleinen auch hinterherkommen mit ihren Bobbycars. Ja, ja. So. So, jetzt kriegen wir hier wenigstens noch Punkte. Ganz langsam, weil wir müssen ja so schön in der Nähe bleiben. Mimimi, ich bin Robin. Bitte lass mich nicht alleine. Ich kann ohne dich nicht Auto fahren. Ja, das weiß ich. Eine Frau kann auch ohne mich nicht Auto fahren. So. Pfirsich. Erreicht. So, jetzt sind wir der, oder Rest ist egal hier. Von den anderen Idioten da hinten. Können wir mal in den Schinken fassen. Zeige ich euch mal, wie man richtig driftet, während man nicht in einer Gruppe ist. Habt ihr gesehen? So geht's. So, hier kommen wir mal ordentlich. So, ja, ja, bleibt bei der Gruppe, ich weiß. Ist mir egal. Ich will nicht bei der Gruppe bleiben, die mag ich nicht. Ich bin kein Fan von der Crew da hinten.
So. 0 Punkte. Egal, wir haben unseren Drift vollständig. Können wir nur noch nach Hause bringen, den Käse hier. Damit ich endlich mal ein Rennen gewonnen habe. Bis jetzt habe ich in der ganzen Aufnahme noch kein einziges Rennen gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Ja, das ist doch in der Gruppe bleiben, oder? So dicht auffahren. Das kommt mir vor, als ob ich in Deutschland Auto fahre. Da geht das nämlich genauso. So. Robby, wie sah? War der Wahnsinn. Könnte mich reinlegen, so toll war das. So, noch ein Rennen mit Robby. Wenigstens etwas, was ich noch kann. Driften. Das geht wenigstens noch. Da bin ich nicht zu bekloppt für. Vorsicht, Robin. Entschuldigung, da war eine... Ich wollte nicht. Wenigstens etwas, was ich noch kann, driften. Robin, schon wieder du? Was willst denn du überhaupt von mir? Geh mit Spike aus, ganz ehrlich. Wie seine kleine spikige... Es hat mich abgelenkt. Der Gedanke daran hat mich abgelenkt, den ich gerade hatte. Den werde ich jetzt nicht aussprechen. Der ist nicht jugendfrei. Und wenn es nicht jugendfrei ist, darf ich es nicht aussprechen. Weil das Spiel ist ab... Ich weiß gar nicht, ab was ist denn das Spiel hier eigentlich? Ab 16? Ab 18? Ab 21? Das Spiel ist ab 35. Selbst ich bin zu jung für dieses Spiel. Deswegen rege ich mich auch so auf. Das ist es. Das muss es sein. Oder es hat eine Altersbegrenzung. Bitte nur bis 16 spielen. Ansonsten bist du zu alt. Reflexe lassen nach. Alter Sack. Steht hinten drauf auf der Beschreibung bestimmt. Muss man mal lesen. Steht garantiert drauf. So. Warum kann ich eigentlich immer am besten driften, wenn ich nicht in einen Drift bin? Das verstehe ich nicht. Das ist meine allgemeine Nervosität. Wo will sich der Frederik eigentlich hin? Will der jetzt auch dahin? Fährt er jetzt so lange dahin, bis er da auch ist? Das wäre super irgendwie. Irgendwie würde ich das voll feiern. Hui. Guck mal, Frederik. Ich fahre Auto. Bist du stolz auf mich? Ja, ich habe ihn nicht mehr unter Kontrolle. Frederik, du hast mich abgelenkt. So, was sind wir denn da? Gibt es einen da oder ist das hier nur ein... Ah, da muss ich noch gar nicht rum. Da ist ein Baum. Okay. Bäume, natürliche Feinde des Rennfahrers, haben wir schon mal gehört. Und hat mir jeder geglaubt. So. Ich folge der blauen Spur. Egal wie doof das von mir ist. Zu schnell. Ich habe die 1000 PS hier nicht unter Kontrolle. Ja, da ist natürlich jetzt doof. Okay, ich komme rüber. Warum bin ich da so knapp rüber gefahren, wenn hier so viel Platz ist? Weil ich ein Adrenalin-Junkie bin. Ein Adrenalin-Junkie. So, wo ist denn jetzt das Rennen? Es gibt gar kein Rennen, oder? Ihr habt mich verarscht. Ich will nicht verarscht werden. Ich will ein Rennen fahren und nicht verarscht werden. Hallo? MC Renny? Die Mülltonnen waren eine Stadtverschlechterung und ich musste sie kaputt machen. Ich bin so gut in Ausreden. Sagt die Polizei auch immer, wenn sie mich anhält. Weil ich Mülltonnen umgefahren habe. Warum haben sie diese Mülltonnen umgefahren? Die waren eine absolute Stadtverschlechterung. Und die sagen dann, jo, das glaube ich ihnen sofort. Haben sie gut gemacht. Hier hast du 10 Euro. Sag ich nur so, jo, danke. Genau jetzt kommt ein Bulle. Wir sind ein Rennen gefahren? Hä? Hä, wir sind ein Rennen gefahren? Ich dachte... Hä, was? Ach, das war ein Spontanrennen. Warum sagt mir das denn keiner?
Das war ein Spontanrennen. Ich dachte, ich fahre hier nach Robin und ich frage mich, warum das so weit ist. Ich bin so dumm, Alter. Oh. Warum sagt mir das denn keiner, dass das ein Spontanrennen war? Ich mag nicht mehr. Ich will nach Haus. Ich mag nicht mehr. Ich komme überhaupt nicht mehr klar. Ich hasse dich, Bulle. Dich und deine ganze scheiß Sippe, ey. Warum sagt mir das denn keiner? Ey, wann kam das denn? Wann kam das denn überhaupt? Da muss ich mal in den Videos gucken. Wann wurde das denn angezeigt, dass das ein Spontanrennen war? Jetzt denkt er doch, dass ich eine Lusche bin. Dabei bin ich der Profahrer hier. Ich wäre doch ganz anders gefahren, wenn ich gewusst hätte, dass das ein Rennen wäre. Ich habe überhaupt nicht drauf geachtet. Oh Mann. Ach Mann, ich komme mir so doof vor. Ich will driften. Bitte lass mich driften. Ich gehe kein Taxi fahren, um mir ein bisschen Geld so zu verdienen, ganz ehrlich. Und dann kaufe ich mir von Taxigeld einen Ferrari. Die sollen ja so viel verdienen, dass sie sich wöchentlich einen Ferrari leisten können. Das ist ja so, als Taxifahrer ist es ja bekannt. Man weiß ja, dass die Taxifahrer bekannte Sträflinge sind, die Ferraris kaufen. Weil sie einfach so viel Geld verdienen. Das ganze Trinkgeld halt, ne? Das geht schon alles in die Ferrari-Kasse. 2-3 Wochen und schon können die sich hier einen Ferrari leisten. Das ist wirklich so. Man sollte Taxifahrer werden. Wurde gerade geblitzt. Ach ja, heute ist Blitzermarathon. Selbst in Need for Speed. Das ist faszinierend. Kriege ich auch einen Brief nach Hause, wie ich hier vor dem PC sitze. Die sind in Need for Speed viel zu schnell gefahren. Die haben keinen Schulterblick gemacht. Klar habe ich einen Schulterblick gemacht. Guck da, Schulter. Warte, hier lang. Hier lang. Nicht da runter. Nein, nein, nein. Ah, dann geben wir mal hier Kette. Gymkhana, schwer. Nein, danke. Zeitfahren. Spontanrennen, ey. Wo ist denn jetzt hier eigentlich Robin schon wieder? Ne, wen suche ich? Ach, Manu, genau, stimmt, ich suche Manu. Ach Mann, heute ist echt nicht mein Tag. Heute ist nicht mein Tag. Wir sind voll dran vorbeigenagelt. Na gut, ich war gerade in Geschwindigkeitsrausch, war nicht meine Schuld. Es war die Schuld der Geschwindigkeit. So, wo ist denn das? Wie weit bin ich denn dran vorbeigejuckelt? Ah, da ist es. Zeitfahren, das ist das, was wir machen sollten. Toll. Nee. Piep, 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 piep. Übertrifft die Vorgabe auf der Route. Okay. Ist das jetzt eigentlich... Es gibt nur eine Möglichkeit, die Location zu testen. Gas geben. Okay, es ist kein... Es ist kein Drift. Toll. Vorsicht, Taxi. Oh, Alter. Jetzt, ne, wo die Taxis sich hier Ferraris leisten können, ne, fahre ich gegen die Wand. Ich weiß gar nicht, warum das Auto ständig explodiert. Ich habe echt keine Ahnung. Das scheint sehr instabil zu sein. Das scheint sehr instabil entworfen zu sein. Das ist keine gute Promotion für den Nissan GT-R. Weil, ne, die Leute gucken sich das an. Das ist hier ein Infovideo zum Nissan GT-R. Weißt du, ich soll das machen für Nissan. Und die gucken sich das an und sehen halt, dass ständig das Auto explodiert und denken sich, ne, sobald ich mit 300 gegen eine Wand fahre, explodiert das Auto. Ne, das will ich nicht. Das will ich nicht. Angst. Angst. Angst und Panik. So. Hier sollen wir lang. Hier lang. Aua. Schon wieder stottert. Das ist ja unfassbar. Stottert das in der Aufnahme auch? Das gibt's ja gar nicht. Diese blöden Hin- und Hergeruckel hier. Damit meine ich den Drift, nicht die Aufnahme oder das Stottern des Spiels hier derzeit. Dieses blöde Umkreisgetrudel. Gib deine Gymkhanas, ey. Gib deine Gymkhanas woanders machen.
Und nicht hier in meiner Stadt. Ganz niedlich nochmal hüpfen. Die Polizei ist hinter einher. Oh nein, hier ist die Polizei hinter einher. Oh Gott, ich habe hier ganz schlechte Erinnerungen dran. So, warte. Ich versuche ihn wieder unter Kontrolle zu bringen, indem ich ein bisschen langsamer fahre. So. Außerdem ist jetzt die Polizei weg. Ist ein großer Vorteil. Vorsicht, Baum. Warum drehst du dich eigentlich immer, ey? Wer hat dich denn so eingestellt, dass du so bist, hä? Schon wieder? Wurde ich schon wieder geblitzt? Weil ich mit 300 durch eine Tankstelle fahre? Ist unfassbar. Wofür man heutzutage geblitzt wird, ne? Da fährst du mit 300 durch eine Tankstelle, bumm, Ticket. Und keiner weiß warum. So. Bin ich schon wieder hier? Das ist eine super Strecke, die du rausgesucht hast, Manni. Achso, das kann man nicht umfahren. Entschuldigung. Ich war jetzt gerade der festen Meinung, dass man das umfahren kann. Aber irgendwie wird das nichts. So, endlich. Oh, ich kann mal wieder Speed aufbauen. So, oh, hier kommt ein schön langgezogener Drift. Kriegen wir den hin? Kriegen wir den episch hin? Ich habe meine Ausfahrt verpasst. Er wäre episch geworden, hätten wir da oben landen müssen. Ah, meine Güte. Was tünk tünk? Ach so, das tünk tünk. Ah, puh, Alter, Mann. Wischiwasser. Fegestagen. Ja. Ist ja in Ordnung. Ich stehe falsch rum. Fick dich. So, jetzt schaffen wir es. Ihr müsst an mich glauben. Ihr müsst glauben. Vor mir steht ein Auto, verdammt. Wie soll ich hier ein Rennen fahren? So, das war super. Das war quasi Pro-Gamer-mäßig auf, es war sehr super. Danke. Das hat mir gerade den Arsch gerettet, weil er mir in den Arsch gefahren ist. Ah, so. Da haben wir gerade echt tatsächlich so ein Zeitrennen verloren. Ich habe noch nie ein Zeitrennen verloren, in meinem ganzen Leben noch nicht. Da hüpfe ich erstmal drauf. Entschuldigung, Kisten. Alter, hier sind auch Gewalt gegen Kisten. Kisten sind auf jeden Fall die Geißel der Gamer, ganz ehrlich. Genauso wie Bäume. Bäume auch. Lalalalala. Erstmal ganz gemütlich wenden. Wir haben ja Zeit. Hauptsache, er sucht die beklopptesten Strecken Deutschlands raus. Und das in Amerika. Versuch du mal, die beklopptesten Strecken Deutschlands zu finden in Amerika. Ich meine, Respekt für Manu, aber trotzdem. Irgendwie läuft das gar nicht. Irgendwie bin ich gerade ein klein wenig überfordert mit Gesamtsituation und so. Bin über die Polizei gesprungen. Vielleicht, das hat ihr, glaube ich, nicht gefallen. Es hat der Polizei nicht gefallen, dass ich über sie rübergesprungen bin. Die hätten doch eigentlich rufen müssen, yeah, Checker! Bäume, Geißel. Andere Autos, Geißel. Randale, Geißel. Baum. Hab ich doch. Ihr habt zu langsam reagiert. Sagt ich so. Sieh da, im Nissan. Da fühlt sich, glaube ich, erstmal jeder Nissan-Fahrer angesprochen. Sieh da, im Nissan. Erkennst du nicht, was das für ein Auto ist? Das ist ein Lada. Ein Lada Cupra. Oh, wir sind schon weg von der Cops. Schön. So, wir sind auf dem Weg nach Hause. Wir bringen den Laden jetzt nach Hause. So, Lastenwechsel ist ja nicht so gut bei dem Wagen hier. Da machen wir erstmal einen Hüpf. Was hat der denn für einen Sprung? Alter, der sprang wie so eine Plunse.
Mehr fällt mir gerade derzeit nicht mehr ein. Mehr kann ich nicht mehr sagen. Ich kann nicht mehr sagen. Ich sollte vielleicht auch nichts mehr sagen, damit ich ein bisschen konzentrierter bin. Ich weiß es nicht, aber derzeit ist echt wirklich... Also Katastrophe ist dagegen gar nichts. Katastrophe ist dagegen wirklich gar nichts. So, gib Nitro, gib ihn da und bring den Schuh jetzt nach Hause. Oh, Gott sei Dank, den Schuh nach Hause gebracht. Oh. Kampfmaschine, ja, komm. Ich geb dir auch gleich meine Kampfmaschine, ey.